Brush, Spank, Lead, Go. Scuff, Rück, Platz, Brush, Spank, Hop, Toe, Brush, Spank, Hop, Toe. Zum Körper hin. Also Tanz macht auf jeden Fall was mit den Menschen. Diese Verbindung Musik und Bewegung macht was Besonderes. Für mich ist aber weniger, also für mich als Peter Frank, ist gar nicht der Tanz das Wichtige, sondern das Lehren das Wichtige oder das Vermitteln das Wichtige. Zu überlegen, wie komme ich jetzt in den Kopf der Menschen, in das Gefühl der Menschen, dass sie die Bewegung umsetzen können und harmonisch miteinander umsetzen können. Ich glaube, das ist so mein wirklicher Kick. Also wenn ich Spaß am Tanzen oder mehr Spaß am Tanzen hätte, würde ich Tänzer sein. Aber ich bin eben Tanzlehrer und das Lehren ist wirklich mein Kick. Das hat mich meine Mutter auch gefragt, warum willst du denn noch Tanzlehrer werden? Ich bin nämlich im ersten Beruf Krankenpfleger. Und dann habe ich gesagt, meine Idee ist es, Menschen zu helfen, in ihrem Leben was Sinnvolles zu finden. Also ich denke, hier finden Paare was Sinnvolles, einen gemeinsamen Weg zusammen oder ein gemeinsames Hobby zusammen, finden vielleicht auch teilweise eine andere Kommunikation miteinander. Ich glaube, diese Bewegung in der intimen Distanzzone macht es so besonders, dass man noch mal viel mehr sich aufeinander abstimmen muss. Es spiegelt ein bisschen was vom normalen Leben auch. Also das spiegelt sich dann im Tango Argentino noch mal wesentlich deutlicher. Das mache ich auch sehr gerne. Es spiegelt sich, wie Menschen miteinander umgehen. Und dadurch, dass sie intim miteinander umgehen, müssen sich noch mal ganz anders abstimmen. Und das ändert dann wirklich auch ihre Kommunikation im Privaten dann nochmal. Ich glaube, Tanzschule ist in jeder Stadt eine ganz Besonderheit. Man muss gucken, wie man die Menschen anspricht. In Bottrop ist es manchmal ein bisschen schwierig, glaube ich, wenn man was Besonderes machen möchte. Also ich biete seit 20 Jahren einen Tango Argentino-Unterricht an, aber Bottrop ist nicht so die Tango-Stadt. Auch Salsa ist nicht so die Bottrop, nicht so diese Stadt dafür. Aber wenn ich einen Disco Fox auflege, dann will jeder Disco Fox tanzen oder Disco Charts möchte auch jeder tanzen. Das ist auf jeden Fall hier. Aber wenn man dann mit so Exoten kommt, dann muss man sich ein bisschen durchbeißen. Das darf man nicht aufgeben. Ich habe es auch nach 20 Jahren noch nicht aufgegeben, Tango hier zu unterrichten.